Youssoufa Moukoko spielte anscheinend mit der Idee, den Verein im Sommer in Borussia Dortmund zu verlassen. Aber die Ankunft von Edin Terzic hat anscheinend alles verändert. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, überprüfte Youssoufa Moukoko sofort seine Austauschideen, als BVB Edin Terzic nach Ende der Saison als neuer Trainer brachte. Unter dem Vorgänger Terzicke Marco Rose kam Moukoko aufgrund verschiedener Verletzungen zu wenig, aber der Angreifer hätte eine schwierige Position mit Pink gehabt, selbst wenn er in gutem Zustand war. In seiner Zeit zählt Terzic zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 als vorübergehender BVB-Trainer immer mehr auf Moukoko. Folglich ist nicht nur Terzic ein Grund, Moukoko zu überdenken. Der Coco-Coach Sebastian Gebhardt, der mit Moukoko in den jungen Leuten der BVB zusammengearbeitet hat und eine gute Verbindung zum jungen Menschen hat, ist ebenfalls ein wichtiges Personal. Trotzdem bleibt abzuwarten, wie lange der Frieden in Dortmund dauern wird. Der 17-jährige Stürmer war ein Jahr alt. Für BVB wäre es tödlich, einen der heißesten Eisen in Europa kostenlos zu verlieren. Laut Bild kann sich Moukoko nur eine Verlängerung des Vertrags vorstellen, wenn er unter Terzic wirklich mögliche Verwendungszwecke erhält.